Dann holen wir mal die gebehinderte Dame. Warum ist denn der Aufzug jetzt oben? BJ! Bringen Sie mich zum Pilotensitz im letzten Hubschrauber! Ach ja. Alle Mann an Bord! Wie haben Sie überlebt? Ich dachte, Sie wären tot. Ich kann mich kaum erinnern. Ich habe Hans Grosse ins Gesicht geschlagen. Bin in den Himmel aufgestiegen. Für einen Moment dachte ich, ich sterbe. Dann der Fall, dann Schmerzen, die schlimmsten meines Lebens. Als würden meine Eingeweide zerquetscht. Konnte mich kaum bewegen, musste kriechen. Hab mich nach 3 Tagen in einem Graben gefunden. Lag lange in einem Wiesenau-Krankenhaus. Die haben mich mit Zeug vollgepumpt. Infektion. Ich will gar nicht daran denken. Das mit Ihren Beinen tut mir leid. Muss es nicht. Ich kann ja jetzt fliegen. Fertig mit dem Gejammer. Im Moment hat das Priorität. Wer sind die Dadjishut? Wie können wir Kontakt aufnehmen? Anya, was wissen wir über sie? Fast nichts, aber ich habe ein paar Ideen. Gut. Anya, Sie übernehmen das. Blazkowicz, was immer sie braucht, Sie helfen ihr, ja? William, ich brauche deine Hilfe. Könntest du mal kurz rüberkommen? Ich habe ein paar interessante Spuren. Dieses Pergament ist eine Anleitung für eine Art Spezialbeton. Hat das Regime damit etwa diese ganzen Betonungetüme hier aus dem Boden gestampft? Ja, alles, sogar dieses hier. Sie verwenden nur diesen Beton. So konnten sie diese ganzen Städte so schnell fertigstellen. Jetzt wissen wir, was es ist, aber ich brauche eine Probe zur näheren Untersuchung. Könntest du mir ein Stück Beton besorgen, das mit Schimmel befallen ist? Es müsste porös genug sein, dass du es herausschneiden kannst. Sollst du kriegen. Ich habe Schimmel gesehen, drüben bei den Hubschraubern. Außerdem gibt es eine verschlüsselte Liste mit den Mitgliedern der Dadjishut in Polen während des Kriegs. Ich muss sie mit dem offiziellen Register der verfolgten Bürger der ersten Kriegsjahre vergleichen. Du findest sie vielleicht im Archiv. Ich kümmere mich darum. Und da ist noch etwas. Es ist ziemlich wichtig. Was? Das wäre alles. Du kannst los. Suche nach schimmeligen Beton. Aber
Schimmelspuren kommen aus der Belüftung. Wo ist der Einlass? Wir machen jetzt aber was ganz anderes. Wir werden mich einmal kurz in eine Retrospektive verfallen. Und dann lernt ihr mal das alte Wolfenstein kennen. Denn wir werden mich jetzt hier reingehen und den Albtraum erleben. Los geht's. Yeah, Wolfenstein, wie es früher war. Nur jetzt nicht die Animation, die wir hier in der Hand haben. Schon versaut. Großartig. Nochmal. Was, ich darf hier nicht nochmal machen? Kacke. Total verkackt, das Ding. So, machen wir mal auf zu den Hubschraubern. Ich verstehe das nicht. Das ist ein Schimmelfleck. Brauch eine Kreissäge, um eine Probe herauszuschneiden. Die müssen jedoch ein paar Werkzeuge haben. Ach ja, das war doch klar, oder? Also, wie bei Ihnen da unten? Max, was? Ziemlich viele Schuppen, Mr. Cheese. Na gut. House of the Rising Sun. Aber eine andere Version. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin. Man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Ja, sehr schön. Verbesserte Reflexion, das heißt. Da steckt mehr Power hinter.
muss da lang, dann gehe ich erstmal hier hoch. Na gut, dann war das doch der richtige Weg. Willkommen zurück, Captain Blazkowicz. Howdy, Cowboy. Was zur Hölle machen Sie da? Ein Forschungsprojekt. Sie machen Max Angst. Sorry, Kumpel. Ich hätte nicht gedacht, dass er so ausflippt. Los, Max, gehen wir. Ist das sein Sohn? Nein. Naja, irgendwie, ich weiß nicht. Also nicht sein Sohn. Es ist so, Klaus hatte mal einen Sohn, im Krieg geboren. Ein Wunder, sagt er. Sie hatten es jahrelang versucht, er und seine Frau. Er wäre bestimmt ein guter Vater. Für einen von denen. Das Kind hatte einen verkrüppelten Fuß. Klaus wusste natürlich sofort, was das bedeutete. Er bat die Ärzte inständig, es nicht zu melden. Als die Geheimpolizei den Jungen mitnehmen wollte, schritten Klaus und seine Frau ein und sie bekamen eine Kugel in den Kopf. Das Kind auch. Klaus konnte sie nicht beschützen. Dafür gibt er sich die Schuld. Ich glaube ja. Und er wird dem Regime nie verzeihen. Ja, wir haben Beton. Vielleicht sollte ich noch Max sehen, ob es ihm gut geht. Ja, gehen wir mal Max beruhigen. Hey, Soldat. Sie halten die Tür zum Archiv verschlossen, weißt du? Ich glaube, Wyatt hat geschlossen. Verloren, Max. Amerikanischer Trottel. Wo ist Max sein Spielzeug? Wyatt, ich brauche den Schlüssel zum Archiv. Haben Sie ihn? Ja, ich glaube schon. Großartig. Absolut großartig. Was haben Sie da? Erkennungsmarken. Wing Commander Fergus Reed von der Royal Air Force. Hab sie mitgenommen und wollte sie zurückbringen, aber es gibt ja keine Royal Air Force mehr. Bester Pilot aller Zeiten. Verdammt guter Soldat. Ich bin für sowas nicht geschaffen. Wofür denn? Für das hier. Alles, verdammt, ich war 18 und auf einmal war der Krieg verloren. Alle guten Menschen waren tot.
Auf einmal musste ich die Reste einsammeln und den Widerstand am Leben halten, dem verdammten Regime die Stirn bieten. Meinen Sie denn, ich war bereit für so viel Verantwortung? Ich? Meine Unerfahrenheit hat so vielen Menschen das Leben gekostet. Erinnern Sie sich an Private Prendergast? Der hat alles überlebt. Verdammt zäh. Er starb meinetwegen. Ich habe ihn auf eine Mission geschickt und er kam nicht zurück. Ich wusste es nicht besser. Wing Commander Fergus Reed. Er hätte einen Plan gehabt. Er hätte so viele vor dem Tod bewahrt. Ich habe die falsche Wahl getroffen. Ihre Wahl war dumm, ja! Das war sie! Sie haben einen Jungen mit der Aufgabe eines Erwachsenen betraut. Ich hätte an jenem Tag sterben sollen, Captain. Und Fergus Reed hätte leben sollen. Ich bin kein Kind mehr, Captain. Ich weiß, wenn Fehler gemacht werden. Hier. Lassen Sie mich allein, hören Sie! Na gut, Spielzeug suchen gehen. Das Spielzeug. Alles, was ich hatte, waren ein Tannenzapfen und eine Streichholzschachtel. Du gehörst, Max. Ich bring dich nach Hause. Ah, hier komme ich gar nicht mehr durch. Es fehlt ein LKW und eine kleine Spielfigur. Okay. Noch ein Spielzeug auf der Flucht. Fehlt nur der kleine Zinnsoldat. Das Spielzeug hat dich gefunden. Jetzt haben wir alle.
was Schönes, Max. Ja, träum was Schönes, Max. Und nun zu unserer Geliebten, die Akten. Danke, William. Gib mir etwas Zeit, ihn zu untersuchen. Ich denke, ich bin da an etwas dran. Haben Sie im Archiv gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Hab etwas. Superbeton. Der wichtigste Baustoff des Regimes. Er basiert auf Dati-Schuh-Technologie, ist nahezu perfekt. Doch nach einiger Zeit wird er anfällig für Schimmel. Jemand hat die Zusammensetzung manipuliert. Jemand, der sein Geheimnis kennt. Ich habe das Zeug analysiert. Diese Art von Kalkstein gibt es nur im Norden von Kroatien. Nun, sehen Sie hier. Der Name ist Seth Roth. Er taucht dreimal in den Dokumenten über die Dati-Schuh auf. Laut offiziellem Register wurde er vor etwa 20 Jahren festgenommen und anschließend in das Lager Selo gebracht, in Nordkroatien. Und da wird es interessant. In diesem Lager wird Kalkstein abgebaut. Er dient zur Herstellung von Superbeton. Ich bin sicher, dort werden wir Seth Roth finden. Ein lebendes Mitglied der Dati-Schuh. Das Problem ist, die Sache ist sehr unsicher. Er ist ein alter Mann, vielleicht ist er schon tot. Wir können so eine große Einrichtung nicht einfach stürmen und hoffen, ihn auszumachen, bevor die mit einer ganzen Armee anrücken. Also, was ist der Plan? Jemand muss reingehen und ihn finden. Undercover. Freiwillige vor. Sind Sie bereit dafür, Blazkowicz? Habe ich eine andere Wahl? Ich war so arrogant und dumm. Niemand ist jemals für so etwas bereit. Raus, raus! Bewegung! Staubande! Schneller! Schneller! Bitte! Bitte, gute Frau! Sie liegt im Sterben! Fass mich nicht an! Lager Selo. Annektiertes Kroatien. Bewegung! Saubande! Frau Engel, was ist mit dem hier? Zu massiv. Der frisst uns die Haare vom Kopf. Nee, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Der schön kann sich ja schwer arbeiten. Bitte, Frau Engel. Na gut. Wolfgang, der hier. Jawohl, Lagerkommandantin. Durch die Tür, Samstag. Menschen werden hier wie Vieh behandelt. Nur ruhig bleiben. Vergiss nicht die Mission. Finde Seth Roth. Bis wir zählen. Einatmen. Wenige überleben lang. Ich bin nach Afrika gekämpft, habe sie eine Weile aufgehalten. Irgendwann waren sie zu stark. Nun versuche ich, am Leben zu bleiben, Tag für Tag. Ich suche einen Mann namens Seth Roth. Hab von ihm gehört. Soll hier länger als alle überlebt haben. Er ist im Block 4. Wenn du dahin willst, brauchst du die richtige Kleidung. Ruhe, verdammt! Such nach einem Gefangenen. Da drüben rechts. Er hat eine Block 4-Uniform an, heißt Milo. Hab gehört, seine Frau ist bei uns im Block. Vielleicht will er ja mit dir die Uniform tauschen. Aber du musst zuerst die Wachen ablenken. Okay. S.A.D. und mit dem Mannschaftsbetrieb. Du musst irgendwie die Wachen ablenken. Sie beobachten dich. Thank you.
sie loszuwerden. Und bumm. Was geht hier vor? Maschine! Maschine! Ja! Achtung, Arbeiter! Aufgrund einer Maschine... Milo. Milo. Ich weiß, wo deine Frau steckt. Was? Wer bist du? Ich bin im selben Block wie sie. Sicher? Sie ist nicht tot? Oh Gott, sie lebt! Wenn du die Uniform mit mir tauschst, kannst du es selbst rausfinden. Okay. Schnell. Nun, wie sieht es aus? Können wir ihn wieder anfahren? Die Lager sind geschmolzen. Wir brauchen hier unten ein paar Mechaniker. Die kommen erst morgen wieder. Dann machen wir Schluss für heute, oder? Ja. Komm, wir gehen was saufen. Ja, warum nicht? Aufgepasst, Gefangene! Die Fabrik ist für heute geschlossen! Kehrt sofort in eure Quartiere zurück! Insassen von Block 4 durch das rote, Insassen von Block 6 durch das blaue Tor! Ich hoffe, du findest, wonach du suchst, mein Freund. Mein Name ist Bombate. William J. Blazkowicz, sei vorsichtig da draußen. Vorsichtig? Rotes Tor, Gefangene! Aber von Orten wie diesem gehört. Es gibt unzählige davon im ganzen Land. Ja, jetzt sind wir hier im Lager Celo. Aber genau hier machen wir einen Break für heute. Das war's erst einmal mit Wolfenstein The New Orders.